Freunde, was geht ab? Willkommen zurück zu einem weiteren Pokémon Masters Video. Das Summer Event ist out. Wir machen die Herausforderungskämpfe, wo wir zwei Galar-Units nur brauchen, anstatt drei. Davor haben wir immer entweder drei Regions-Pokémon gebraucht oder drei Pokémon von einem bestimmten Typen. Hier nur zwei, finde ich aber auch ganz gut. Es gibt nicht so viele Galar-Units. Und wenn man, sage ich mal, so viel Pech hat wie ich oder eher inaktiv war, so wie ich, dann hat man nur offensive Galar-Units, was jetzt nicht so prickelnd ist. Aber ja, Team sieht natürlich wie folgt aus. Marnie, Gloria und Skylar. Ich war mir überlegen, ob ich anstatt Skylar wem anderes mitnehme, aber das Gute ist, sie bufft halt Initiative, was dem Team mega gut tut, plus sie bufft Verteidigung, was nie schaden kann. Ansonsten sollte das irgendwie gar nicht hinhauen. Muss ich Xerneas mitnehmen zum Tanken, denke ich. Anders bleibt nicht übrig. Ist halt einfach wirklich broken, Xerneas. Denn es ist wirklich eine Nummer für sich. Gut, ich werde mal versuchen, Zedra King vielleicht rauszunehmen mit Knuddler oder so. Maybe. Ich meine, der Schaden ist jetzt noch nicht so gestört. Oh, Marnie burnt, hä? Huh? Ist erst jetzt. Das ist uncool. Physischer Schaden minus. Okay. Nuken wir da trotzdem durch, maybe? Keine Probleme. Okay. Okay. Das ist schon. Okay. So, Aurarad. Dann kriegen wir Burn Damage. Danach kriegen wir Sync Move Damage. Ich glaube, das sollte Baguchi sein. Dann heile ich. Ja, macht jetzt nicht wirklich viel Schaden. Sonne ist aber draußen, was uncool ist. Das ist uncool. Holy shit. Okay. Wir müssen nuken. Aber das Gute ist, wir nuken jetzt. Jetzt startet das Nuken. Von daher, Überheblichkeit da rein. Zack. Dann in die Mitte. Okay, das Nuken startet nicht, weil wir nicht critten. Sadly. Aber Marnie nuked selber. Okay. Money greater than Gloria confirmed. Der Feuerzahn könnte wehtun. Warum critten wir nicht? Wir sind Max Crit eigentlich. Dachte ich. Question mark. Oh, nice flinch, okay. Als ob sie jetzt einfach am Burn stirbt. Oh Mann, ey. Das verstehe ich auch nicht. Ich wünschte mir, es würde ein Update kommen, dass wenn eine Unit stirbt und man Trank auf die Unit eingesetzt hat, dann geht es ja auf die nächste Unit über. Ich wünschte, der Trank würde einfach weggehen. Ich wünschte es wirklich, weil das einfach eine Verschwendung ist. Also defensiven Buff ist schon mal ganz nice, weil die machen sehr viel physische Attacken. Aber funktioniert das auch in zweiten Challenge Fight? Ich glaube, die heißen nicht mal Challenge Battle oder so. Die heißen Full Force oder Full Brute Battle, ne? Und dann im deutschen Herausforderungskampf. Muss ich nicht verstehen, oder? Ich habe keine Ahnung. So, egal. Rein da, rein da, rein da. Ich mache jetzt natürlich Donnershock von Anfang an. Und werde versuchen, Zedra King direkt rauszunehmen. Donnershock einfach nur. Natürlich für die Para, obviously. So. Oh, direkt von Anfang an physischer Schaden minus. Okay. Irgendwelche Paras? Ich frage für einen Freund. Ah, der Schaden ist halt auch einfach. Yes, danke. Okay. Perfekt, nice. Okay. Okay, okay, okay. So, jetzt sollte es ja so langsam beginnen, maybe. Hoffen wir es. Nice, sehr schön. Wie viele Ziele ich einfach wechseln muss. Holy shit, ich muss hier gerade 7 Sachen gleichzeitig machen. Aber das ist vollkommen fein, tatsächlich. Jawohl, noch ein Flinch. Damn, okay, nice. So. Dann einmal ein Aurarad da rein. Der sollte tot sein, oder? Das ist ein Unlicht-Aurarad. Well, I hope so, at least. Nope. He ain't dead. Überheblichkeit, dann sollte er tot sein.
Und dann fokussen wir nur noch Akani. Und dann sollte es eigentlich gegessen sein. Hopefully, weil er macht jetzt Sync Move. Dadurch machen wir mehr Schaden. Ich muss nur gleich gucken, wie viel Schaden der macht. Aber ich glaube, der macht nicht so viel, oder? Naja, nicht so viel. So, jetzt kommt aber, sag ich mal, die größte Gefahr. Er hat die Sonne oben. Deswegen fange ich an zu heilen und wir flinchen einfach. Warum crittet Gloria nicht? Was ist los mit dir? Hallo? Ist da irgendwas schief? Crits? Fragezeichen? Mani carried das Event. Ist halt einfach so. Oh Mann, ey. Funny. Funny. Ist echt funny. Gut, aber das wär's dann. Ja, das war jetzt nicht wirklich schwer, wenn ich ehrlich bin. Bam, rein da. Ich hätte auch sehr gerne wieder Free-to-Play-Units genommen. Ich meine, eine haben wir. Und zwar ist das Verone. Bruder, what the fuck? Okay. Jesus. Und zwar ist das Verone-Monus. Aber die anderen beiden sind halt Galar-Units. Und Galar-Units gibt es keine Free-to-Play-Units, glaube ich. Von daher, I'm sorry. Die Leute, die keine Galar-Units haben. Ich meine, die Belohnung ist eh nicht wirklich krank. Das war eine grüne Minze oder so. Ich finde es gut, dass die Belohnungen nicht zu krank sind, wenn ich ehrlich bin. Finde ich wirklich gut. Aber irgendwie sollte man auch belohnt werden. So, die grüne Minze, wie gesagt, es ist okay, weil es nicht zu viel ist. Aber irgendwie ist es auch ein bisschen disappointing, hier diese grüne Münze da. Aber, naja, da muss man irgendwie so eine Mitte finden, finde ich. Von daher. So, die Diamanten-Badge, wie ich sie immer nennen, haben wir, nehmen wir mit. Und dann würde ich sagen, machen wir zum Abschluss des Videos einfach nochmal All-In mit meinen Stamini. Und zwar hier rein All-In, denke ich, hoffe ich, gibt am meisten Points. Maybe? Das Team... Mit das Team, dieses Team, by the way, habe ich auch alle Stages gemacht. Das war irgendwie kein da easy. Und rein da. Es wird vielleicht Overkill sein. 45 Tries. Holy shit. Es wird vielleicht Overkill sein, aber ich habe schon im Shop geschaut. Es gibt eine Menge Items, die ich haben möchte. Von daher gehe ich... Oh, Alter. Jesus. Okay, gehe ich da rein. Und wir haben eine neue Map freigeschaltet. Höchstwahrscheinlich Story oder so. Höchstwahrscheinlich. Nee, ein Bosskampf. Lass uns Items sammeln. Ach, das ist wieder so eine Bonus-Stage, wo man, ja, Bonusmaterialien bekommt, ne? Okay, gehen wir mal kurz rein. Ich wollte damit jetzt eigentlich nicht das Video hinausziehen oder so, aber ist ja auch an sich egal, weil... Kannst du einmal Blubber machen, danke. So, direkt Blattgeißel. Wo leben wir denn hier? Danke, Blubber hätte direkt gereicht. Na gut, okay. So, 65 und 18 von diesen Cocktails. Okay. Ich weiß gar nicht, wie viel wir von den Cocktails eben gerade bekommen haben bei den 45 Skips. Bin ich mir unsicher. Werden aber sehen. Wir werden sehen. Also, als allererstes natürlich die Münze. Klar, und damit sind alle Cocktails weg. Poggers. Wow. Bei 45 Tries. Okay, cool. Was bringt unser Eis jetzt? Das ist alles Cocktails. Eis bringt... Tickets. Oh mein Gott. Wie teuer ist denn alles? Holy shit. Okay, gut, dann hole ich erstmal die Pässe. Boah, dieses 5-FPS-Menü, Alter. Please end my suffering, Alter. Ich schwöre. Oh mein Gott. Ich habe sogar Dragon Ball Legends eine Zeit lang auf dem Handy gezockt. Damals halt auch andere Gacha-Games jetzt irgendwie nicht mehr. Aber nicht mal Legends hat gelaggt. Oder Dokkan Battle. Die haben viel heftigere Animationen. Und vor allem Legends, PvP und so verbraucht eigentlich viel mehr Leistung. Hat nicht ansatzweise gelaggt. Dieses Game laggt im Shop. So, dann holen wir uns die Zink-Kacke. Die andere können wir uns nicht snacken, oder? Doch, gerade. Gerade so. Gut, dann haben wir uns das gesnackt. Und dann brauchen wir noch Wasserlexikon. Und dann geht sie noch runter mit den Hypersäften und so. Boah.
Es wird eine Menge, aber es ist immerhin einfach mittlerweile nur noch rein da, skip, 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 rein da, skip, 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 von daher. Gut, also ja, das war's auf jeden Fall mit dem Summer Event und den Herausforderungskämpfen. War jetzt nicht wirklich schwer. Und wie bereits gesagt, solltet ihr keine Galar-Units haben oder nur eine oder so und könnt das irgendwie nicht zu 100% abschließen, keine Sorge, ihr verpasst da an sich nichts. Also habt ihr ja gesehen, ist eine grüne Münze, ist jetzt nicht so crazy. Gut, Freunde, wie immer, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben, das Support ist kein Mord. Abonniere nicht vergessen, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Masters-Video oder was auch immer wieder. Macht's gut, ich bin raus. Peace.